Guten Tag, Herr von Matt. Grüße Sie. Also, Sie haben 2012 ein Essayband veröffentlicht, haben den Schweizer Buchpreis auch erhalten dafür. Und ein Essay haben Sie neu geschrieben. Ich lese den Titel vor: Die Schweiz zwischen Ursprung und Fortschritt zur Seelengeschichte einer Nation. Sie fangen an in diesem Essay mit einer Interpretation dieses Bildes. Aha. Ja. Erstmal also, warum dieses Bild, die Gotthardpost, ja, warum von, und zweitens, Sie interpretieren das im Grunde genommen mehrere Mal. Sagen Sie uns, warum fangen Sie Ihr Essay mit so einem Bild an? Ja, dieses Bild ist eines der bekanntesten und berühmtesten Bilder der Schweiz. Außerhalb der Schweiz kennt das niemand. Aber in der Schweiz wissen alle Leute, wo das mal gehangen hat, bei den Großeltern oder Rudolf Koller, 1873. Ja, aus den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts. Und alle haben da eine Erinnerung daran. Ich habe sehr viele Echos bekommen und alle haben gesagt, das Bild war damals dort und das war damals dort. Das war also sehr populär. Es ist ein Bild, das eigentlich populär ist, weil es die gute alte Zeit verkörpert, die Postkutschenzeit und so weiter. Aber tatsächlich, und das habe ich dann bei der Arbeit an diesem Bild gesehen, ist es ein sehr doppeldeutiges Bild. Es ist ja auch eine gefährliche Situation. Es ist ein Kalb da, das vor den Pferden, vor den rennenden Pferden davonläuft und weiß nicht, wird es überfahren, kommt es um, stürzt die Kutsche um. Hat Angst. Es hat offensichtlich Angst. Es ist also eigentlich auch eine gefährliche Situation. Es ist die Straße, die alle Leute kennen, auf der Südseite des St. Gotthard. Eine immer noch gefährliche Straße. Und das hat mich fasziniert. Ich bin dann dem nachgegangen. Ich habe die Geschichte des Bildes untersucht. Das war schon erforscht, aber das musste man dann zusammentragen. Und ja, das Spannende war, dass es eigentlich gleichzeitig, zur gleichen Zeit, als das entstand, war eigentlich der Eisenbahntunnel schon fast fertig. Also ein bisschen unterhalb dieser Stelle, wo das Bild spielt, wenn man so sagen kann, war bereits Eisenbahntunnel fertig. Und damit war es mit den Postkutschen dann vorbei. Ja, aber da gibt es auch diese Kühe, die sind überhaupt nicht verängstigt. Wenn man die sieht, die sind eher gelangweilt, schauen sie dem Schauspiel zu. Und sie sagen, es ist nicht nur ein konservatives Manifest, sondern sie erklären uns, dass eigentlich dieses Bild auch das Problem von Ursprung und Moderne darstellt, ja, und die Gefahr. Das ist ja das, die Neuinterpretation oder die Interpretation, die Sie bringen. Ja. Weil das Bild von verschiedenen Geschwindigkeiten spricht. Und der Prozess der Modernisierung ist immer auch ein Konflikt der Geschwindigkeiten. Konflikt zwischen dem Bestehenden, das langsam oder stehend ist, und zwischen dem Neuen, das als schnell, überstürzend erlebt wird. Und hier haben wir das, der Maler hat so etwas hier gemalt, obwohl man es eigentlich dann als das Gegenteil, nämlich als ein Zeugnis des einstigen Dauernden gelesen hat. Aber wenn man es genauer sieht, betrachtet, dann sieht man, dass es hier wirklich bereits um den Konflikt unterschiedlicher Geschwindigkeiten geht. Und die sind auch in der zeitgenössischen Theorie, bei Jakob Burckhardt zum Beispiel, wird darauf großes Gewicht gelegt. Dass die Veränderung der Geschwindigkeit in der Zivilisation, sagt Burckhardt, ist gleichzeitig ein fundamentales Krisensymptom. Gut, versuchen wir mal jetzt zur Schweiz zu kommen, um diese Entwicklung oder dieses Problem zwischen das Alte und das Neue mal ranzukommen, wie Sie es machen in Ihrem Aufsatz. Sie fangen dann mit Alfred von Haller, mit seinem Text Die Alpen, und sagen, das ist so irgendwie so ein Gründungsmythos, ein Mythos der eigentlichen Schweiz. Mhm. Und für Sie, das ist der Ausgangspunkt Ihrer Überlegungen über den Seelenzustand der Schweiz oder die Widersprüche. Alfred von Haller, 1730, wenn ich mich nicht irre. Albrecht. Albrecht, Entschuldigung. Ja.
Ja, gut, die Schweiz hat sich ja eigentlich immer von den Bergen her definiert, obwohl die Geschichte der Schweiz, die Wirklichkeit der Schweiz, ist eine urbane Geschichte, eine Geschichte der Städte. Die Entwicklung, der Fortschritt, das Neue ist immer in den Städten geschehen und ist immer noch so. Aber zur Selbstverständigung der Schweiz gehörte das Bewusstsein, wir haben die Berge. Und die Berge sind ewig, die Berge sind unveränderlich. Auf den Bergen ist der ewige Schnee, da verändert sich nichts. Die ewigen Gletscher, dieses Gefühl der Schweiz, etwas zu besitzen, das absolut unveränderlich, ewig und vollkommen ist, das gehörte sehr wesentlich zum Selbstbewusstsein. Und das ist natürlich inzwischen kollabiert. Ja, aber Sie zitieren ja Haller, der sagt, versucht, ihr Sterblichen macht euer Zustand besser. Also er ist eigentlich, sagt, na, probier's mal, aber im Grunde genommen sagt er, es wird nicht klappen. Ja, nein, er sagt, die Hintergrundmeinung ist, versucht, ihr Sterblichen, macht euren Zustand besser. Ihr werdet nichts finden, keinen Ort auf der Erde finden, in dem der Zustand der Menschen besser ist, als er jetzt in den Schweizer Bergen ist. Das war die große These von Haller. Und er hat gesagt, ich bin Wissenschaftler. Er war Wissenschaftler, einer der berühmtesten Naturwissenschaftler des 18. Jahrhunderts. Und er hat gesagt, ich habe es gesehen. Ich bin dort gewesen. Ich bin Augenzeuge. Dort existiert noch das goldene Zeitalter. Das sagt er explizit. Ja, aber Sie sagen, dieser Naturwissenschaftler verfälscht die Realität. Ja, natürlich. Okay, das ist eigentlich eine Illusion. Mythos des goldenen Zeitalters ist ein Fantasiebild. Ja, es ist ein Fantasiebild. Den Menschen ging es gar nicht so gut. Nein. Ich meine, die Bevölkerung in den Alpen war arm. Die jungen Männer mussten auswandern, mussten in die Kriegsdienste, kamen verkrüppelt zurück. Die Kindersterblichkeit war hoch. Die Nahrung war mangelhaft. Also das ging denen nicht gut. Aber Haller hat das antike Modell von Arkadien als ästhetisches Modell übernommen, hat es in die Mitte der Schweiz gesetzt, hat gesagt, so wie die Visionen der vollkommenen Gesellschaft bei den alten Römern und Griechen ausgesehen haben, so ist es heute noch mitten in den Alpen. Das war sein Programm und das hat europäisch durchgeschlagen. Alle haben das geglaubt. Ja, Sie sagen sogar, dass Rousseau im Grunde genommen bei Haller irgendwie rekurriert hat. Ja, das ist von Haller nehmen Sie so diese Triade Natur, Vernunft, Freiheit. Ja. Das wäre im Grunde genommen die Mythos-Triade der Schweiz. Ja, also ich kann jetzt nicht sagen, das ist die Mythos-Triade der realen Schweiz. Nein. Aber das war die Offerte, die Haller gemacht hat. Und er hat diese Begriffe, noch bevor sie zu politisch brisanten Begriffen wurden in Paris oder in Amerika, hat er sie eigentlich ins Zentrum gerückt. Und das ist das Merkwürdige, weil man würde ja erwarten, im frühen 18. Jahrhundert würde das noch christlich überformt. Mhm. Also das ist gleichzeitig ein gläubiges Volk. Und wie es im 19. Jahrhundert sich immer noch als gläubiges Volk verstanden, davon ist bei Haller keine Rede. Es ist eigentlich pagan, also ein Heidenvolk. Es kommt kein Priester vor und keine Kirche in diesem Bild. Das zeigt alles, wie merkwürdig das ist, auch wie konstruiert und wie dann, welchen Effekt das gemacht hat. Aber das Interessante ist, dass Sie in dieser Diskussion um Haller plötzlich Condorcet einfliegen lassen, reinbeamen, der französische Humanist, der auch im Grunde genommen ja geschrieben hat, das Alte wird verschwinden, die Vernunft wird siegen. Mhm. Sie sagen, naja, der ist ja auch guillotiniert worden. Ja, also lange hat die Vernunft keinen Bestand gehabt in der Französischen Revolution. Warum diese Gegenüberstellung von Condorcet und Haller da in dieser Entwicklung? Weil Condorcet in diesem Text geradezu urbildlich und lapidar einen neuen Geschichtsbegriff lanciert, die Geschichte als ein
gerade ausgerichteter Prozess des Fortschritts zum immer besseren bis hin zur vollkommenen Gesellschaft. Also ja. Was dann Hegel übernommen hat und Marx und alles, die haben ja die immer Suche den nach Liana, der vollkommenen Gesellschaft. Ja, das Ziel ist die vollkommene Gesellschaft und die Menschheit ist auf dem Weg. Also dieser neue Glaubensakt, der das christliche Weltbild abgelöst hat, dass die Menschheit selber auf dem Weg zu dem von ihr selber verfertigten Paradies ist. Das wird von Condorcet skizziert. Und Haller ist insofern interessant, als er eigentlich von diesem Gedanken der Selbstverbesserung gestreift ist. Versucht, ihr Sterbliche, macht euren Zustand besser. Aber dann den Schluss zieht, aber geht in die Schweiz, dann seht ihr, dass es eigentlich die vollkommene Gesellschaft dort schon vorhanden ist. Und die Schweiz hat das dann sehr gern geglaubt und ganz Europa hat das geglaubt. Ihr Einwurf mit Condorcet, dass er im Grunde genommen diese positive Geschichtsphilosophie, der wurde ja zum Opfer gleich, indem er, wie gesagt, guillotiniert wurde. Also nicht lange konnte sein Optimismus mit ihm leben. Ja, gut, aber die Guillotine hat ihn ja nicht widerlegt, also die Idee ist dadurch ja nicht vernichtet worden. Also die Idee hatte ja dann das ganze 19. und noch das 20. Jahrhundert geprägt. Naja, aber da ist verankert etwas, wir kommen darauf, über den Menschen und die Widersprüche der Menschen, die die Geschichte machen. Wir gehen weiter. Sie gehen dann weiter, Sie gehen in Ihrem Essay weiter und kommen bei Gottfried Keller, der im Grunde genommen, sagen Sie, Gottfried Keller formuliert einen Riss in diesem Bild der schönen Schweiz. Der ist der Autor, der im Grunde genommen die Schweiz vielleicht realer sieht als zum Beispiel Haller. Ja, das stimmt ganz sicher, dass er ihn realer sieht. Aber er ist natürlich einer Angehöriger einer späteren Generation. Er ist die Generation, die dann 1848 die neue Schweiz mit der neuen Verfassung gemacht hat, die amerikanische Verfassung kopiert und auf die Schweiz übertragen hat. Er ist ursprünglich der Vertreter des liberalen, fortschrittlich liberalen Aufbruchs, der dann sehr rasch eben auch die Probleme, die Widersprüche dieses neuen Staates gesehen hat. Er hat gesehen, dass die Dynamik der Politik allein nicht den Staat bestimmt, sondern dass wir die Politik haben und daneben die Dynamik der Wirtschaft, die Dynamik der Ausbeutung der Natur und dass da Risse entstehen im Gesamtbild und dass dann Widersprüche entstehen, die müssen ausgehalten werden. Also da machen Sie so einen kleinen Exkurs erstmal, was ich spannend fand, was ist konservativ und was ist modern? Und Sie sagen, richtig ist, was kommen wird, aber kommen wird, was einmal war, ist dann der konservativ-progressive und der progressive-konservative. Ja. Also Sie drehen das um und sagen, so einfach ist mit, die Konservativen sind für das Alte und die Modernen sind für was Neues, sondern im Grunde genommen vermischt sich das oder widerspricht sich das auch manchmal. Ja. Das ist beide. Die sogenannten Fortschrittsparteien wie die sogenannten Bewahrungsparteien berufen sich ja immer auf ein Modell in der Vergangenheit. Ja. Auch die Französische Revolution hat sich auf die Römische Republik berufen. Man geht immer zurück und sagt, dort damals weit hinten, da gab es das Maß, das, was für uns immer noch der Maßstab ist. Und daran müssen wir uns messen. Und deshalb ist dieses Vorwärts heißt immer auch zurück zu. Und daraus kommt die Paradoxie jeder konservativen und jeder fortschrittlichen politischen Position. Ja, aber dann sagen Sie ja, wenn ein Land, dessen politische Fantasie aus jedem Alpenmärchen nährt, muss es unvergeilich zu Konflikten zwischen Ursprungsvision und dem technischen Fortschritt kommen. Ja. Das ist für Sie jetzt im Grunde genommen das Problem der Schweiz. Man könnte sagen, nicht nur der Schweiz. Ja, ich meine, das ist sicher das Problem des Europas, es ist das Problem jedes Landes, das mit der modernen Technik und Zivilisation und Wirtschaft verbunden ist. Und das Merkwürdige ist, da gibt es eben anthropologische Fakten dahinter, dass
wir nur wissen, wer wir sind, wenn wir wissen, wer wir waren. Also, glaube Otto Marquardt hat mal gesagt, Zukunft braucht Herkommen. Ja, also, aber Herkunft braucht Zukunft. Ja, Herkunft. Ja. Zukunft braucht Herkunft, das ist der Satz. Ja. Aber man kann es natürlich auch umkehren. Herkunft schafft Zukunft. Aber dieses paradoxe Verhältnis zu etwas, woran man sich hält und was gültig ist, das dann ermöglicht, das dann die Veränderung ermöglicht. Das sind diese Widersprüche und diese Verwicklungen, die dann in der täglichen Politik gar nicht wirklich durchdiskutiert werden. Aber das sind die Fallen, in die wir immer wieder trampen. Aber dann ist es interessant, denn dann überraschen Sie uns, mich, denn Sie machen aus Gottfried Keller den Urerzähler der Nachhaltigkeit. Wenn ihr wissen wollt, woher das kommt, dann lest Gottfried Keller. Und mit seiner tausendjährigen Eiche. Ja, das, die erste Erwähnung des Wortes Nachhaltigkeit im deutschen Wörterbuch der Brüder Grimm ist ein Zitat von Jeremias Gotthelf, also von einem Schweizer Schriftsteller aus dem 19. Jahrhundert. Es gibt in der Schweiz tatsächlich das Wort Nachhaltigkeit hatte damals nicht diese spezifische Bedeutung wie jetzt, aber es im Ungefähren schon. Und es gibt insbesondere in den Alpen diese Vorstellung, man muss aufpassen, was man in der Natur zerstört. Und das hängt primär mal zusammen mit den Lawinen, wo die Wälder, welche die Ortschaften vor den Lawinen schützen. Und diese Wälder, die darf man nicht verletzen, die darf man nicht ausbeuten, sonst kommt die Katastrophe. Das Bewusstsein, dass der Eingriff in die Natur tödlich sein kann für ganze Täler, Talschaften, Ortschaften, das ist einfach aus der Situation der Schweiz entstanden. Wurde aber auch, wie bei Gottfried Keller, der nicht in den Bergen gelebt hat, der kein Bergsteiger war und der eigentlich nie von den Bergen spricht, aber er spricht immer von den Wäldern und spricht von den Wäldern da in der Gegend des Kantons Zürich und beschreibt dort, wie... Er findet eine Stadt, er findet eine Geschichte. Ja, und beschreibt, wie die Vernichtung von Wäldern dann eben auch sofort zu Konsequenzen führt, Einbruch von Stürmen und Überschwemmungen und so weiter. Also dieser Zusammenhang von Eingriff in die Natur und Selbstzerstörung der Gesellschaft, das wird dort sehr deutlich gesagt. Aber er hat im Ansatz in der Geschichte, die Sie erzählen, ja fast eine politökonomische Erzählung über eben den Wert dieser Wälder, den Wert dieser Eiche, die Zerstörung der Eiche und damit der ökonomische Zusammenbruch, auch der damit zusammenhängt, in seiner erfindeten Stadt, der Zeltwiller. Ja, und das ist eine programmatisch-symbolische Szene, nicht? Die Zerstörung einer wunderbaren, uralten Eiche, die angeblich noch in die Römerzeit zurückgeht, was ja unwahrscheinlich ist. Aber er zeigt damit, dass es zum Selbstbewusstsein eines Staates, und für Keller lebte nach seinem Bewusstsein in einem ganz jungen Staat. Nicht? Die Schweiz war neu und neu geschaffen, neu geordnet. Und dass zum Selbstbewusstsein eines solchen Staates der Schutz der Natur gehört und der Schutz der Naturdinge und der nötigen und nützlichen Einrichtung, der bestehenden Einrichtung der Natur. Also diese kuriose Erfindung der Stadt Zeltwiler, das sind ja alles faule Hunde, die Zeltwiler. Ja. Also Gegend, man sagt immer, das sei der Inbegriff der Schweizer Spießbürger, das stimmt nicht. Die Schweizer Spießbürger sind, die arbeiten von morgen bis abend und falls es sie gibt. Überhaupt. Arbeiten sind Protestanten in der Mehrheit. Natürlich. Protestantische Ethik. Das hat so was Vorkapitalistisches, diese Zeltwiler. Sie machen alle Konkurs, wenn sie 40-jährig sind, aber sie können weiterleben, weil diese Stadt sehr große Wälder hat und die können sie nutzen und vermarkten und sie nehmen nie mehr weg. Sie nehmen nie mehr Holz aus den Wäldern, als wieder nachwächst. Also das ist das Nachhaltigkeitsprinzip. Da bringt er eine Nachhaltigkeitsfabel eigentlich herein.
Sie entwickeln dann und fangen an zu diskutieren, ist die Schweiz ein Sonderfall, und sagen, Sonderfall ist erstmal vielleicht der falsche Begriff, aber jedes Land hat einen nationalen Stil, der das sozialpolitische Leben eines Landes prägt. Was ist für Sie der nationale Stil der Schweiz an diesem jetzt, wo wir nach mit Gottfried Keller? Das könnte ich jetzt so eigentlich nicht formulieren. Das hat mir gefallen, weil da kommt man, es stimmt, dann versteht man, es gibt Unterschiede, obwohl sie alle im gleichen, sagen wir, ökonomischen System leben. Ja, es ist sicher nicht so, dass die Schweiz jetzt im Gegensatz zu allen anderen europäischen Ländern etwas ganz und gar Spezielles wäre. Jedes Land ist so unterschiedlich. Wenn Sie die europäischen Länder gegeneinander halten und überlegen, dann sehen Sie, die haben alle in einer Weise ein eigenes Gesicht, dass jedes Land eigentlich ein Sonderfall ist. Aber in der Schweiz gibt es natürlich bestimmte Gegebenheiten, die auffällig sind. Also die Schweiz hat ja, die neue Schweiz, sie wussten ja nicht, wie sie die Schweiz einrichten wollten. 1848 gab es einen Bürgerkrieg, vorher 1847, Bürgerkrieg zwischen den Konservativen und den bürgerlich-liberalen Ständen. Die Liberalen haben gesiegt und wollten einen neuen Zentralstaat einrichten und wussten nicht, wie man das macht. Und dann kam einer der damaligen Intellektuellen, Troxler, und der hat gesagt, ja, das Einfachste wäre, wir übernehmen die Verfassung der USA. Föderaler Staat. Ja, der USA, also mit diesen Staaten. Philadelphia. Und haben aber dann, und das kommt, dann kommt vielleicht das Schweizerische herein, nachdem sie suchen, haben aber dann gesagt, aber einen Präsidenten, das geht nicht. Die Berner akzeptieren keinen Zürcher und die Innerschweizer keinen Protestanten als Präsidenten und die Bündner sowieso keinen aus dem Thurgau oder aus dem Tessin, und die kommen noch die Romans dazu, die Französischsprachigen und die Tessiner. Das geht nicht. Ein Präsident, dann geht die Schweiz am nächsten Tag kaputt. Dann machen wir 7. Die haben also die Funktion des amerikanischen Präsidenten auf 7 aufgeteilt. Und da konnten sie dann die verschiedenen Ecken und Länder der Schweiz zusammenbringen. Und das ist das, was wir heute das Prinzip der Konkordanz nennen. Also dass wir haben eigentlich eine eingerichtete Allparteienregierung oder Mehrparteienregierung. Es ging dann lange, also am Anfang waren nur die Liberalen im Bundesrat. Das war jahrelang eigentlich eine Einparteienregierung, aber dann kamen mit der Zeit die katholisch-konservativen und damit viel später dann noch die Sozialdemokraten. Und eigentlich 100 Jahre nach der Gründung dieses neuen Staates wurde dann der Bundesrat sozusagen zu diesem Mix auch aus den verschiedenen Parteien. Und dann haben Sie eine für mich wieder überraschende Formulierung. Sie sagen, die Schweiz ist kein Sonderfall, sie hat nur eine Sonderfantasie. Also Fantasie von sich selbst, das ist das Besondere. Also wenn Sie wollen, das ist die Verlängerung des der nationale Stil ist, so habe ich es verstanden oder interpretiert, ist die Sonderfantasie. Ja, also eine Identität ist immer ein Fantasieprodukt. Man kann, die Identität gibt es nur über die Herkunft, das Wissen von der Herkunft und das Wissen, wo man hin will. Und dazu braucht es Fantasiebilder. Die Vergangenheit wird immer konstruiert. Jedes Land konstruiert seine Vergangenheit und dann sagt es, wir sind die, die das damals waren. Und das war natürlich ein, das Schweiz ist kein Sonderfall, es hat nur eine Sonderfantasie, das war ein bewusst provokativer Satz, weil das ist ein heiliger Satz in der Schweiz. Ja, da kommen die Heiligtümer, da gehen Sie gleich an die Neutralität, sagt sie. Jetzt vergiss sie, die ist uns aufgezwungen worden. Ja, natürlich, das sind einfach die... jedes Land hat natürlich auch seine heiligen Sätze. Ja. Und der Sonderfall Schweiz ist so ein heiliger Satz, den ich nie ganz verstanden habe. Dass sie anders ist als andere Länder, ist ja klar. Aber alle Länder sind anders als die anderen Länder. Und bestimmte Dinge, Eigenheiten hat sie sicher. Und es geht eben darum, die Schweiz ist schon ein Land, in dem es solche heiligen Sätze immer noch gibt.
Und wenn man da gelegentlich einen Stein in den Hühnerhof wirft, gibt es ein Geflatter. Und das ist auch Wohltuend. Ja, ja, aber Sie sagen ja, dieser Isolationismus, der ist ja von den Mächten im Grunde genommen aufgedrückt worden. Sie sagen, ja, okay, ihr könnt, aber ihr müsst zulassen, dass die Wege offen sind und ansonsten müsst ihr neutral bleiben. Ja, es war ja nicht die Schweizer, die sagen, wir wollen neutral sein, sondern es wurde ihnen gesagt, ihr müsst neutral sein. Ja, es ist natürlich beides. Die Schweizer wollten auch irgendwann nicht mehr auf jedem Schlachtfeld mitstreiten und unter Umständen die Leute vom Nachbardorf totschlagen. Mhm. Aber die Neutralität der Schweiz als eine politische Strategie ist ebenso sehr, ebenso sehr das Produkt der Politik der europäischen Nationalstaaten, wie es das Produkt des Staatswillens der Schweiz ist. Denn es ging ja um die Pässe. Und das ging das ganze 19. Jahrhundert und auch noch im 20. Jahrhundert um die Pässe. Und da war die Idee der Großmächte natürlich sehr rasch, wenn wir die Schweizer haben, die dazu schauen und die verpflichtet sind, uns über die Pässe zu lassen. Nicht? Die dürfen uns die Pässe nicht sperren, dann ist das viel besser, als wenn wir Schlachten haben in den Alpen und jeder versucht, dem anderen die Pässe wegzunehmen. Und dann führen Sie ein, etwas, was man lernt bei Ihnen, man lernt ja sehr viel, dass im Grunde genommen Goethe die erste Idee gehabt hat zu Wilhelm Tell. Die hat er praktisch Schiller übergeben, du siehst, Hohlegasse muss er kommen, ja, also mit den Pässen. Aber das war eine ganz andere Geschichte bei Goethe. Ja, also das war schon die gleiche Geschichte eigentlich. Also Goethe, wie Schiller, Goethe hat zuerst diese alten Chroniken studiert, in denen diese Heldengeschichten überliefert sind. Und Schiller hat die dann auch studiert. Aber Schiller hatte im Kopf das Modell von Albrecht von Haller, dieses abgeschlossene Volk in den Bergen. So ist es. Und das wird von einem bösen Tyrannen unterdrückt. Und dann kommt ein Einzelgänger, ein Gemsjäger, der eigentlich immer nur in den Felsen herumklettert. Und der erlegt dann diesen Tyrannen und befreit die Schweiz. Eine wunderbare, balladeske Geschichte. Und Goethe, der hat auf einer seiner Schweizenreisen, kam in die Idee zu einem Epos, Wilhelm Tell. Und er hat ja immer, wenn er gereist hat, hat er immer gedichtet im Kopf. Mhm. Und er hat dann wochenlang dieses Epos ausformuliert. Da hätte er das wahrscheinlich aufschreiben können, den größten Teil davon. Und hat sich aber Tell, weil er die Schweiz kannte, weil er wusste, dass die Schweiz eigentlich das Land der Pässe ist, nicht das Land der einsamen Felsspitzen, hat er Tell als einen Lastenträger konzipiert, der über die Pässe geht. Also er hat sozusagen die wirtschaftliche Realität und auch die internationale Realität der Schweiz begriffen und hat ihn so konzipiert. Und Schiller hat das dann nicht interessiert. Er war auch gar nie hier. Ja, ja. Und das wurde dann auch effektvoller, denn Goethe hätte nie einen solchen Knaller wie Schiller hätte Goethe nicht zustande gebracht. Wobei, ich kann mich erinnern, als ich 14 oder 15 war, habe ich einen großen Streit mit meiner Deutschlehrerin gehabt über Wilhelm Tell, weil ich gesagt habe, das ist ein schlechter Vater. Ein guter Vater riskiert nicht so das Leben seines Sohns mit dem Apfel. Also ich war ganz empört. Ja, das war auch für Schiller ein großes Problem. Und er diskutiert das ja auch, weil seine Frau ihm genau diesen Vorwurf macht. Hätte es das nie tun dürfen. Ja, und für Schiller war das natürlich die tragische Situation, die ihn gereist hat. Er muss um des Schicksals aller anderen willen, diesen Schuss tun. Und dann kommen Sie nach diesen Entwicklungen zu einem politischen Diskurs, wo Sie im Grunde genommen eine andere wichtige Kuh der Schweiz angreifen, nämlich angelehnt an Alexis de Tocqueville über die Demokratie, sagen Sie plötzlich, wir müssen aufpassen, die Mehrheit hat nicht immer recht. Und Sie sagen, damit greifen Sie an diese heilige Kuh des Volksentscheids. Denn die Mehrheit setzt recht, sagen Sie, aber sie hat nicht immer recht. Ja, das sind diese heiligen Sätze. Das Volk soll bestimmen, denn
der Wille des Volkes ist gewissermaßen der Wille Gottes, der hat Recht. Also das ist natürlich ein rousseauistisches Klischee. Dass die, der Mensch ist an sich gut. Ja, das und, ist so und die, diese positive... Ja, und die Mehrheit der Menschen muss also das Richtige. Sein. Und ja. Das ist natürlich Blödsinn, weil jeder politische Entscheid ist ein Zufallsentscheid. Und in der Demokratie sagt nicht das Volk, was Recht ist, sondern... Aus dem Volk wird von Fall zu Fall eine Mehrheit gebildet und die bestimmt dann, was jetzt gilt von jetzt an. Und in der Schweizer Geschichte gibt es ungezählte, sehr für uns sehr wichtige Dinge, die von diesem Volk, von der Mehrheit 3, 4, 5 Mal über Generationen hin immer wieder abgelehnt wurden, bis sie dann endlich kamen. Das Frauenstimmrecht oder die hinterlassene Altersversicherung, alles, das wurde immer zuerst abgelehnt, abgelehnt, abgelehnt. Das ist ja das Faszinierende an der Demokratie, dass sie eben auch diesen Spielcharakter hat mit den Mehrheiten und dass man das nicht sakralisieren darf. Sie sagen ja, Sie sprechen ja von der Souveränität des Volkes gegenüber der Souveränität der Menschheit. Was das auch immer ist. Wer definiert, was das ist? Sag ich so etwas? Ja, das ist so ein Satz. Und das übernehmen Sie von Tocqueville. Er, natürlich. Aber Sie übernehmen das mit Sympathie. Sagen ja, so. Er sagt, so lese ich es. Nein, das stimmt schon. Er sagt... Wonach bemisst sich denn das höchste Recht? Also wenn die Mehrheit wirklich in Dinge entscheidet, die nach dem tiefsten generellen Bewusstsein der Mehrheit gegen die Menschlichkeit verstoßen und gegen die Menschenwürde, dann kann die Mehrheit nicht Recht haben. Und dann muss auch unter Umständen die Mehrheit zurücktreten oder er sagt dann, aus einem solchen Staat würde ich dann weggehen. Und dann machen Sie aus, überraschend wieder, aus Gottfried Keller ein Herold Tocquevilles. Und Sie sagen, der frühere Gottfried Keller, Natur und Vernunft kommen in der Mehrheit zusammen und begrüßen die Freiheit. Und dann, ein Vierteljahrhundert später, spricht Gottfried Keller davon, dass die große Mehrheit von einem Einzelnen vergiftet werden kann. Aha. Das heißt, kann in eine Diktatur hineingleiten. Ja, nicht unbedingt eine Diktatur, aber sie kann zu sehr problematischen, das wäre dann noch ein Schritt weiter in die Diktatur. Das hat sich ja dann in Deutschland, haben wir das dann erlebt und anderen Ort auch. Aber er hat schon im 19. Jahrhundert gesehen, dass eben die Mehrheit auch verzerrt werden kann durch neue Faktoren. Und für ihn, er hat bereits an einer anderen Stelle gesagt, es wird eine Zeit kommen, wo in der Schweiz sehr große Vermögen sich bilden. Und dann, das wird der Moment sein, wo es sich zeigt, was diese Demokratie wert ist. Er hat also vorausgesehen... Das ganze Problem des Finanzkapitals. Ja, und die Steuerung der Propaganda... durch große Vermögen, durch Millionenvermögen, die untergründig eingeschossen werden und die Meinungsbildung verändern. Das hat er als eine der großen Gefahren der Demokratie erkannt. Und ich meine, wenn Sie an Amerika denken, man könnte auch an die Schweiz denken, aber wenn Sie an Amerika denken, was da dieses Geld für eine Rolle spielt bei der Wahl eines Präsidenten. Sie müssen ja Geld haben, um Präsident zu sein. Ja, zu werden. Das sind die, das eine der großen Schwierigkeiten der Demokratie, der großen Probleme, die die Demokratie hat. Und dann, entschuldigen Sie, kommen Sie wieder zum Gotthard zurück. In diesen ganzen Entwicklungen und sagen, der Einklang von Ursprung und Fortschritt als nationalen Traum, Sinnbild ist immer wieder der Gotthard. Und jetzt sagen Sie, das ist der Gotthardtunnel. Also am Anfang haben wir schon davon, ja, das ist so ungefähr ja, die neue, der Neu, das Nein, neue, das, der Schweiz neuen Stolz. Ja, das ist das Interessante daran ist, dass dieses Unternehmen des neuesten Gotthardtunnels, des NEAD-Tunnels, der ja riesig ist und der wieder ein europäisches Projekt ist eigentlich, nur einen Sinn macht im europäischen Kontext. Für die Schweiz brauchen wir den nicht. Ja, so viel. Ja, klar. Dass das wiederum mit diesem
Gotthard verbunden ist. Der Gotthard ist so eine Art, ich sage mal, er ist der Sinai der Schweiz, weil man sich immer wieder auf ihn beruft. Und man hat dann auch diesen Gotthard. Obwohl es ist nicht der höchste, es ist ein Grinsen, es ist überhaupt Funker. Kein Berg. Es ist kein Berg. Es ist kein Berg. Es ist ein Sattel, es ist ein Übergang. Man kann ihn nicht zeichnen. Nee. Niemand kann den Gotthard zeichnen. Das Matterhorn kann man zeichnen, nicht den Gotthard. Ja. Aber der Gotthard gilt als die Mitte der Schweiz. Und es gab dann schon früh diesen Mythos, dass vom Gotthard alle großen Ströme Europas ausgehen. Also dann die Vorstellung, die Schweiz ist in der Mitte Europas, ist das Herz Europas und das Herz dieses Herzens ist der Gotthard und aus dem strömen alle Wasser des Kontinents. Stimmt natürlich nicht, der Inn kommt aus dem Engadin und so weiter, also es geht alles nicht auf. Also Sie kommen immer wieder und sagen, Leute, die Schweiz ist nicht eine Insel, sondern die Schweiz ist ein Durchgangslandschaft, wo man von wo irgendwie kommt und irgendwo gehen kann und dazwischen ist die Schweiz. Ja, und sie ist wie in einem Blutkreislauf mit dem ganzen Kontinent verbunden. Aber dann habe ich einen Punkt dann nicht verstanden, das war ein bisschen davor. Sie machen ja für die Festlegung, was ist die Schweiz, sagen Sie, ganz wichtig ist die Landesausstellung von 1939. Was hat das auf sich? Ja, Sie sind ja richtig fasziniert von dieser Landesausstellung. Das ist ja... für mich war das Kriegsausbruch, Landesausstellung, oho. Wie haben Sie das, was bedeutet das? Das war natürlich auch der Versuch, einen Stein in den Hühnerhof zu werfen. Weil diese Landesausstellung war während des Krieges, noch in der Nachkriegszeit, eine geradezu sakrale Angelegenheit und als das Heiligste der Schweiz in Erinnerung. Da hat sich die Schweiz sozusagen selber gefunden und selber dargestellt und die Schweiz wurde einig und hat sich positioniert gegenüber den Diktaturen und so weiter. Also es war auch eine gewaltige ideologische Angelegenheit. Dann kamen die Intellektuellen der 60er Jahre und dann die 68er erst recht und die haben gesagt, Landesausstellung, das war der Helvetofaschismus. Weil es die Flüchtlingsfrage damit völlig ausgeklammert hat. Zum Beispiel das, aber auch alles andere wurde dann eben als faschistoid dargestellt. Aber wenn man sie genau studiert, diese Landesausstellung, dann hatte sie zwei Funktionen. Sie hatte einerseits diese Funktion, die Schweiz zu verherrlichen und das Negative auszublenden. Das ist bedenklich, das ist der Kritik würdig, aber sie hatte auf der anderen Seite dazu geführt, dass die Fronten in der Schweiz, auch die politischen Gegensätze, für eine Zeit lang ausgeglichen wurde. Also sie hat dieses Prinzip des Zusammenschlusses, das Prinzip Bundesrat, ein Präsident, aber aus sieben verschiedenen, nicht wahr? Das hat sie in einer neuen Weise interpretiert und hat damit sehr wesentlich mitgeholfen, dass sich die Schweiz durch diese Nazizeit irgendwie durchmogeln konnte. Sie hat sich ja durchgemogelt. Sie musste ja irgendwo immer schauen, wie kommen wir durch. Ich kann da denen keinen Vorwurf machen. Ich habe damals schon gelebt. Ich bin 37 geboren. Mhm. Und das Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, lag neben einem Militärflugplatz. Also wenn der Krieg losgegangen wäre, dann wäre ich am zweiten Tag tot gewesen. Also muss ich denen, die Schweiz durch diese Epoche herausgehalten haben, vor denen habe ich Respekt. Ich weiß, was passiert ist, ich weiß auch, was... Die Flüchtlingspolitik und die Grenzen, die zugemacht wurden. Und es ist aber auch nicht so, dass einfach sämtliche Flüchtlinge abgewiesen wurden. Nein, es gab auch sehr mutige Leute, die Flüchtlinge trotz... im Grunde genommen des Befehls keine reinzulassen, reingelassen haben. Also eben, es ist dieses... graue Gemisch. Und alle Gesellschaften sind ein Gemisch. Und Politik ist natürlich immer ein Durchwursteln. Nicht wahr? Das Wursteln ist am meisten verachtet, aber das Durchwursteln ist das, was uns immer wieder rettet. Die Franzosen sind auch nicht alle Widerstandskämpfer gewesen. Ja doch, also das können Sie ja nicht sagen. Können ja nicht mehr nach Frankreich. Gut, dann machen Sie, also machen einen letzten Sprung. Sie machen aus den, ich sage mal, der literarischen Modernen Max Frisch, Dürrenmatt,
die großen Kämpfer gegen die Naturschlechterei. Sie sagen, die haben diese Gedanken über Fortschritt und die Fortschrittsopfer aufgegriffen. Ja, die haben sehr früh. Sehr also früh. Nicht in dem Sinne der jetzt der späteren grünen Bewegung. Aber doch, Max Frisch hat zum Beispiel sehr früh, schon in den 50er Jahren, gesagt, es geht nicht die Art, wie die Schweiz baut, wie die Schweiz überbaut, wie die Schweiz verbaut wird, das ist unmöglich, das muss anders gemacht werden. Das war in einer Zeit, als die Schweiz noch ein wunderbar grünes Land war. Und er hat das vorausgesagt, aber es ist nichts passiert. Die Schweiz ist, ich weiß nicht, ob sie zum Fenster rausschauen, wenn sie durch die Schweiz fahren, aber sie sehen heute, das schweizerische Mittelland ist zugepflastert. Das ist weitgehend zugepflastert. Das ist eine ganz furchtbare Katastrophe. Und weil sie so langsam kommt, wird das immer nur teilweise realisiert. Aber man hat viel zu spät angefangen, dagegen etwas zu tun. Und jetzt gibt es wirklich in der Bevölkerung Aufstände dagegen, aber auf der anderen Seite sind die wirtschaftlichen Interessen. Sie sprechen immer die diskreten Financiers, Sie haben so verschiedene Begriffe und führen langsam ein, ja, die Machtübernahme des Finanzkapitals über die Schweiz, ja. Ja, das spielt eine Rolle. Und wenn Sie denken, jetzt, wenn wir wieder zu den Alpen zurückkehren, von denen Sie am Anfang gesprochen haben. Sie am Anfang. Das ist heute eine neue Ausbeutungszone. Und da gibt es den Widerstand der Bevölkerung dagegen. Aber es gibt einen gewaltigen Druck auf die Ausdehnung dieser Ausbeutung der Alpen zu einem riesigen Funpark mit Helikopterlandeplätzen und mit zusammengehängten, mit vernetzten Skisystemen und so weiter, sodass zuletzt irgendwo die letzte Gemse noch krepiert, neben lauter Snowboardern. Und Sie sagen, mit Dürrenmatt und Frisch ist aber die Fortschrittskritik ist auch als ätzende Ironie. Da kommt eine ganze Ironie da drin, während früher das kam gewichtiger daher. Ja gut, also das sind diese zwei Schriftsteller, die haben ja noch ganz andere Probleme gehabt. Das war für beide war die Ökologie eigentlich nicht das Hauptproblem. Sonst Frisch hatte sehr intensive Beziehungsprobleme. Knatsch zum Probleme und hat die auch in einer hinreißend komödiantischen Weise verwirklicht. Und Dürrenmatt hat immer von den letzten Fragen der Menschheit her gedacht. Ja, ja. Oder das. Na gut, aber das ist so eine, so eine Angst im Grunde genommen, dass die Entwicklung, der Fortschritt uns in eine bestimmte Katastrophe führt. Ja, und die haben schon, diese beiden großen Autoren, bahnbrechende Autoren, haben dann eben auch Raum geschaffen für die nachfolgende Generation. Da kam dann eine durchaus ökologische Generation, auch von Autoren, die dann noch viel gezielter ökologisch gedacht und argumentiert hat. Und dann prägen sie im Grunde genommen dann ein Bild der Intellektuellen oder der Schriftsteller aus der Schweiz, das sind eigentlich nicht geerdet nur, sondern sind Wanderer zwischen den Welten. Ja? Mhm. Sozusagen, sie gehen und kommen so wie ein Perpetuum mobile. Und das macht ihre Stärke, die Fähigkeit, auch von außen auf die Schweiz zu gucken oder von der Schweiz auf außen zu gucken. Es ist ja ganz interessant, dass die wahrscheinlich schöpferischste Situation, Handlungssituation in der Schweizer Literatur ist immer der Mann, der ins Ausland ging und zurückkehrt und der Moment an der Grenze, wo er die Grenze überschreitet oder zurückkommt, wo er konfrontiert aus dem Bewusstsein der Welt konfrontiert ist mit der Realität des Landes. Und diese Spannungssituation, die hat zu den besten Romanen und Theaterstücken der Schweiz geführt. Und das ist der Beweis dafür, dass die Schweizer Literatur eigentlich eine Literatur der Ausschweifenden und Zurückkehrenden ist. Obwohl Sie vermerken, dass die Flüchtlinge selten im Grunde genommen Thema der Schweizer Literatur sind.
Ja, es taucht auf. Es kommt auf, immer wieder Sie auf, aber nicht in dem Maße, in dem es vielleicht am Platz wäre. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, die Schweiz, auch die Schweizer Politik, die Entwicklung der Schweiz, der Republik, der Schweizerischen Republik, ist wesentlich auch durch Leute aus Deutschland vorangetrieben worden. Die kamen hierher und wurden sofort aktiv und aktivistisch und haben mitgemacht, haben publizistisch, Jocke zum Beispiel, Freund von Kleist, publizistisch gewirkt, politisch gewirkt. Die Schweiz hat immer Leute aufgenommen und hat sie dann auch, zum Teil hat sie dann wieder fortgeschickt, aber zum Teil hat sie dann wirken lassen. Aber der Stoffwechsel zwischen der Schweiz und Europa, der ist so intensiv und der ist so konstitutiv für dieses Land, dass man das einfach zur Kenntnis nehmen muss und nicht durch andere heilige Sätze glauben Sie, einfach verstellen Sie, darf. Dass die Auseinandersetzung, die es im Moment gibt, ja, über das Bankgeheimnis und so weiter zwischen Europa oder einzelne Europastaaten und der Schweiz, glauben Sie, dass das grundsätzlich das Verhältnis der Schweiz mit Europa verändern wird? Sieht man Dinge ein oder wird man isolationistischer? Es kommt ja nicht darauf an, was die Schweizer denken, wenn es das Verhältnis der Schweiz zu Europa betrifft. Das sind historische Prozesse. Das ist ein riesiger geschichtlicher Prozess. Da können Sie dazu das denken oder jenes denken. Die Geschichte, was die Geschichte produziert, produziert sie ohnehin. Mhm. Und diese ganze hysterische Debatte über das Bankgeheimnis und die Schwarzgelder und all das, das ist ja auch ein europäischer Prozess. Das sehen Sie, wenn Sie die Zeitung lesen, das wird in allen Ländern genau gleich diskutiert. Natürlich. Das ist eine Mutation des internationalen Banksystems, was die Schweizer Banken gemacht haben. Die Schweizer Banken sind ja nicht die Schweiz. Und ja, die Schweiz, richtig, völlig richtig. Die Schweizer definieren sich nicht von den Banken her. Dann schon eher von den Gemsen, aber ja, sicher nicht von den Gemsen. Sie sagen ja nicht, ich bin Schweizer, wir haben die UBS. Das sagt keiner. Hm. Da würde sich sofort verkriechen, wenn ich einen solchen Satz trotzdem haben es die Banken oder haben die Banker geschaffen, zu sagen, zum Schweizer nationalen Stil gehört festgemauert das Bankgeheimnis. Ja, das ist ein historischer Prozess, wurde in den 30er Jahren eingeführt. Da hat es auch Gründe dafür gegeben, die gar nicht so negativ waren. Es ging um den Schutz von Vermögen. Und dann galt das so auch als ein liberales Prinzip. Der Staat soll nicht jederzeit einfach seine Nase in jedes Sparbüchlein stecken können. Dann haben aber natürlich die Banken oder einzelne Banken gemerkt, was man damit mit diesem Bankgeheimnis auch machen kann. Und mit der Zeit hat dann jeder zweite Halunke von Diktator hat Millionen hier deponiert. Und das ist dann das von Diktator, von Drogenschmuggler, von, ja, also ja, viele haben da davon profitiert. Und da haben natürlich dann auch, da gab es auch unterschiedliche Generationen von Bankern und das hat dann zu dieser Explosion geführt. Aber die, man muss schon wissen, die Schweizer Banken sind schon unmittelbar nach dem Krieg ins Blickfeld, scharfe kritische Blickfeld, zum Beispiel der Amerikaner gekommen. Wegen dem Goldhandel mit dem Nationalsozialismus. Sie musste sich dort mit vielen Millionen freikaufen und ist dann aber, weil sie der Kalte Krieg ausbrach, ist sie gewissermaßen geschont worden. Es gab eine Schonfrist bis 1998. Kaum waren der Kalte Krieg vorbei, da kam das mit den nachrichtenlosen Vermögen. Und die Banken haben das nicht vorausgesehen. Der Bundesrat hat das geahnt, ist zu den Banken gegangen und hat gesagt, passt auf, da kommt etwas auf euch zu. Die haben gesagt, das ist alles dummes Zeug. Sie enden Ihr Buch mit einer witzigen Geschichte. Sie sagen aber, das Wichtigste, was sehr gut über die Schweiz, wenn jemand über die Schweiz schreibt, muss gar nicht immer in der Schweiz gelebt haben. Und Sie geben das Beispiel von einem Erzähler, dessen Name ich jetzt Beat Sterschi, der
nach Kanada ausgewandert hat und in Kanada im Grunde genommen ein Buch über Emmental, Bern und einer roten Kuh geschrieben hat. Ja. Und sie sagen, seht ihr, man kann die Schweiz im Kopf haben, ohne eigentlich in der Schweiz zu sein. Ja, und das ist auch wieder einer dieser Auswanderer, der die Schweiz erst begreift, wenn er sie von außen sieht. Mhm. Und deshalb sage ich auch irgendwo, die Schriftsteller seien eigentlich die alten Söldner und Reiseläufer, dass sie reisen herum, sie kommen zurück und sie haben ein anderes Bewusstsein, sie haben einen anderen Blick und sie können auch so erst über die Schweiz schreiben. Das gibt es nicht nur in der Schweiz. James Joyce hat seinen Ulysses zu einem großen Teil in Zürich geschrieben. Also da spielt dann das Irland Zürich wieder. Aber welche Bedeutung haben heute, also heute meine ich 2013, welche Bedeutung haben Schriftsteller, Intellektuellen oder welchen Einfluss für das schweizerische Nachdenken heute? Haben sie einen oder ist es eine vergessene Zeit, eine überwundene Zeit? Nein, man muss eben, diese Frage taucht immer wieder auf. Man sagt, da gab es ja Frisch und Dürrmatt und so weiter. Aber es ist ja so, dass zur Zeit des Kalten Krieges hatten die Intellektuellen eine andere Funktion, als sie es heute haben. Wir hatten eine andere Medienöffentlichkeit, eine viel, viel versteinertere Verhältnisse. Da hatten die Intellektuellen, auch die Schriftsteller, die Aufgabe, diese Fronten wenigstens aufzubrechen oder alternative Positionen zu signalisieren. Oder zu verteidigen. Sie haben wenn Sie Frankreich nehmen zum Beispiel, Sie haben entweder verteidigen Sie den Westen, Raymond Aron, oder Sie sind mit dem Kommunismus eher eine Zeit lang Sartre. Ja. Und dazwischen haben Sie einen Camus, der sich nicht entscheiden will. Ja. Der sagt, beides ist falsch. Ja. Ja. Aber die Zeit ist vorbei. Die Zeit ist vorbei. Und wir haben heute eine viel breitere Medienöffentlichkeit. Wir haben eine viel heftigere Debatten in den Medien. Also das, was Frisch und Dürrmatt damals machen mussten, das muss nicht mehr so gemacht werden. Aber was wichtig ist, ist das Vorhandensein einer kreativen Intelligenz, sei das in der Literatur, sei das in anderen Sparten. Wir haben in der Schweiz heute, zum Beispiel in der Architektur, haben wir eine ganze Reihe von Weltarchitekten. Das sind auch Intellektuelle. Mhm. Man kann Architektur nicht machen, ohne über die Stadt und das Land und die Ökologie nachzudenken. Fotografen, alles Mögliche. Richtig. Das ist ein Zusammenwirken. Ja. Und es ist ein Fehler, wenn man immer sagt, wo ist denn der Große, wo ist der Nobelpreisträger? Richtig, aber ist die ökologische Zerstörung, ist es nicht eine neue Herausforderung für Intellektuellen? Das ist nicht in den traditionellen politischen Kategorien zu sehen. Ja. Das mag vielleicht in der Schweiz zwischen Ursprung und Moderne, vielleicht kann man da zurückgreifen auf die ganze Auseinandersetzung. Aber es gibt diese Reflexion natürlich in der Gegenwartsliteratur. Es gibt viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die sich diesen Fragen stellen und die das eben auch mit den Mitteln der Literatur. Literatur ist ja nicht einfach Jacques, oder? Kann es gelegentlich geben, aber das ist eigentlich selten. In der Literatur heißt gute Bücher schreiben und sozusagen die Atmosphäre verändern. Ein Schriftsteller, der die Atmosphäre eines Landes verändert, bewirkt natürlich viel mehr als ein Schriftsteller, der irgendwie den Ausgang eines einzelnen Prozesses beeinflusst. Herr von Matt, ich muss Ihnen sagen, ich war von diesen 94 Seiten total fasziniert. Ich habe selten so viel gelernt und ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass ich so viel gelernt habe und ich hoffe, dass unsere Zuschauer auch heute, dass wir das miteinander so dargestellt haben, dass sie es nachvollziehen sollen. Vielen Dank, Herr von Matt. Ich danke Ihnen. Danke Ihnen. Und wir sehen uns irgendwann nochmal. Wir haben uns vor einigen Jahren im Literaturclub gesehen. Wir werden uns noch einmal sehen. Ja. Tschüss und vielen Dank. Das ist dein Wort. Okay.